Sie werden weniger. In den nächsten 10 Jahren geht fast jeder zweite Arzt in Oberösterreich in Pension. Der Nachwuchs kann die Lücke nicht füllen. Das wissen wir seit den frühen 2000ern, dass die Babyboomer Mitte der 20er Jahre das System verlassen werden. Und es wurde verabsäumt, rechtzeitig in Vorleistung zu gehen und auch ohne vorhandene Dienstposten Ärztinnen und Ärzte auszubilden, damit wir wieder Junge haben, wenn wir sie brauchen. Und jetzt sind wir alle überrascht, dass es bald zu wenig Ärztinnen und Ärzte geben wird. Die Regierung verspricht 100 neue Kassenarztstellen noch in diesem Jahr. Um das zu erreichen, soll die Ärztekammer ihr Mitspracherecht beim Stellenplan verlieren. Darin legen Landesärztekammern und Krankenversicherungsträger Zahl und Verteilung der Vertragsarztstellen fest. Die Kammer tobt. Das wird dazu führen, dass wir eine richtige Zweiklassenmedizin bekommen. Das wird nicht den Erfolg haben, den sich die Politik wünscht, sondern es wird noch mehr Ärzte in die Privatmedizin treiben und damit die medizinische Versorgung für viele Patienten, die sie brauchen, zum Luxusgut machen. Das Rezept der Ärztekammer: ältere Mediziner im Job halten, in der Rolle des Ausbilders. Ich werde einen älteren Kollegen, Kollegin nicht dazu überreden können, dass er 8 Nachtdienste im Monat macht, aber ich werde ihn sicher dazu gewinnen können, dass er sein Wissen weitergibt, und davon profitieren ja letztendlich die Jungen und damit auch die Patientinnen und Patienten sehr viel. Es ist weltweit sehr weit verbreitet, dass hochqualifizierte Menschen ab dem Alter von Mitte 50 bis 60 dann aus dem operativen Detailgeschäft, das sehr, sehr stressig ist, teilweise oder ganz aussteigen und sich anderen Tätigkeiten widmen. Know-how-Transfer, Qualitätsarbeit, Supervision, Coaching, Erfahrungswissen weitergeben. Das ist die Methode, wie man Ältere wirklich im Job behalten kann. Bei einer Veranstaltung der Kammer in Linz fordern die Experten auch bessere Arbeitsbedingungen für Ärzte, etwa mehr Teilzeit und Modelle wie Jobsharing.